Hallo meine Lieben, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Schön euch zu sehen. Ich war heute beim Friseur und der hat zu mir gesagt, mit dieser Frisur wärst du schön blöd, wenn du, oh, Fussel, wenn du kein Video heute drehst. Und ich habe mal gehört, man soll auf seinen Friseur natürlich hören. Gibt bestimmt auch eine alte chinesische Weisheit dazu. Ich habe aber mir gedacht, ich wollte sowieso ein Video drehen und euch ein neues Buch vorstellen. Und ich habe mal in meiner Schatzkiste gewühlt und habe da ein ganz, ganz besonderes Buch ausgegriffen. Und zwar ist das ein Buch aus meiner Jugend. So alt bin ich jetzt zwar auch noch nicht, aber es ist schon einige Zeit her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Es handelt sich um Der Brief für den König, ist auch mittlerweile verfilmt worden. Das Buch ist von 1977, beziehungsweise da ist es auf Deutsch übersetzt worden und in Deutschland erschienen. Selbst ist das Buch, glaube ich, schon, wann ist das zum ersten Mal erschienen? 1962. 1962 ist es erschienen. Im Niederländischen ist von Tonke Draak geschrieben. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Die gute Dame wird es mir verzeihen, hoffentlich. Ich gehe davon aus, dass sie das tut. Mittlerweile, es gab natürlich schon viele, viele Auflagen von dem Buch. Und dieses hier ist jetzt im Gulliver Verlag erschienen. Ich habe es damals durch meine Cousins kennengelernt. Die haben mir das Buch vermacht. Meine Cousins und meine Patentante damals schenkten mir das andere Buch, den zweiten Teil, Der Wilde Wald, der so fesselnd war, dass ich natürlich auch die erste Geschichte lesen musste dann irgendwann. Habe dann dieses Buch natürlich auch gelesen. Und ich muss euch sagen, also für Kinder und Jugendliche ist das ein Spitzenbuch. Es ist wirklich komplett fesselnd. Man kann die ganze Zeit steht man unter Spannung und ich habe das Buch auch sehr schnell durchgelesen und man ist wirklich darauf erpicht, sage ich jetzt mal, zu erfahren, wie es wirklich ausgeht und vorfährt. Es geht um einen jungen, nein, es ist kein Ritter, er ist ja noch kein Ritter. Es geht um einen jungen Knappen, der heißt Juri. Das Ganze spielt in einem fiktiven Mittelalter, also im Prinzip Ritter und so weiter und so fort. Und es geht um den knappen Juri, der kurz vor seinem Ritterschlag steht. Er muss dazu eine komplette Nacht in einer Kirche mit den anderen Knappen, die ebenfalls zum Ritter geschlagen werden sollen, muss er Wache halten. Und dann ist es so, dass. Pass auf, ich lese euch einfach jetzt den Teil vor, bevor ich da viel zu sage. Sonst muss ich ja nichts mehr vorlesen. Das ist ja dann auch Schwachsinn, ne? Fangen wir ganz kurz an. Ich lese euch einen Teil vor und dann erzähle ich von da an weiter. Spoiler natürlich nicht allzu viel. Das angemessene minimale Minimum. Gut, es fängt an mit der Auftrag, das erste Kapitel oder der erste Abschnitt besser gesagt, denn die Abschnitte, es gibt immer verschiedene Abschnitte und die sind dann in ein, zwei, drei, vier Kapitel unterteilt, die allerdings auch nicht allzu lang sind. Also man kann das sehr gut lesen und sehr flüssig. Ich habe das Buch wie auch den zweiten Teil der Wilde Wald, den stelle ich euch gerne auch noch mal vor, habe ich gesuchtet. Wirklich. Komplett. Gut, also es fängt an mit die Nachtwache in der Kapelle. So, und Thiuri kniet auf dem steinernen Boden der Kapelle und starrt in die bleiche Flamme der Kerze, die vor ihm stand. Wie spät mochte es sein? Er sollte ernsthaft über die Pflichten nachdenken, die ihn erwarteten, wenn er Ritter war. Aber seine Gedanken schweiften immer wieder ab. Manchmal dachte er sogar überhaupt nichts. Er fragte sich, ob es seinen Freunden wohl genauso erging. Er blickte zur Seite. Zu Foldo und Amon, zu Wilmo und Jisippo hinüber. Foldo und Wilmo schauten auf ihre Kerzen. Amon hatte sein Gesicht in den Händen verborgen. Jisippo saß aufrecht und starrte nach oben. Plötzlich jedoch änderte er seine Haltung und blickte Thiuri in die Augen. Sie sahen einander eine Zeit lang an, dann wandte Thiuri sich ab und richtete den Blick wieder auf die Kerze. Woran mochte Tiusipo wohl denken? Wilmo bewegte sich und machte mit dem Schuh ein scharrendes Geräusch auf dem Boden. Die anderen schauten alle gleichzeitig in seine Richtung. Wilmo neigte den Kopf, als ob er sich schäme. Wie still es hier ist, dachte Thiuri kurze Zeit später. So still ist es in meinem Leben noch nie gewesen. Ich höre nur unsere Atemzüge und vielleicht, wenn ich gut hinhöre, das Klopfen meines Herzens. Die fünf jungen Leute durften nicht miteinander reden. Während der ganzen Nacht durften sie kein einziges Wort sagen. Und sie durften keinerlei Verbindung mit der Außenwelt haben.
Sie hatten selbst die Kapellentür abgeschlossen und würden sie erst am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder öffnen, wenn die Ritter des Königs Dagonauts kamen, um sie abzuholen. Morgen früh. Tjuri sah den Festzug vor sich. Die Ritter auf ihren Pferden, deren Zaumzeug prächtig geschmückt war, die farbigen Schilde und die wehenden Banner. Auch sich selbst sah er, auf einem feurigen Pferd sitzend, in einem blinkenden Harnisch gehüllt, mit Helm und wehendem Federbusch. Er schüttelte diese Vision von sich ab. Er durfte nicht an die Äußerlichkeiten der Ritterschaft denken, sondern sollte sich vornehmen, treu und ehrlich, tapfer und hilfsbereit zu sein. Das Kerzenlicht tat seinen Augen weh. Er schaute zum Altar hinüber, wo die 5 Schwerter bereit lagen. Darüber hingen die Schilde. Sie glänzten im flackernden Licht der Kerze. Morgen wird es 2 Ritter geben, die das gleiche Wappen tragen, dachte er. Vater und mich. Sein Vater hieß ebenfalls Tjuri. Man nannte ihn den Tapferen. War er jetzt wohl noch wach und dachte an seinen Sohn? Ich hoffe, dachte Tjuri, dass ich ein genauso guter Ritter werde wie er. Kurz darauf tauchte ein neuer Gedanke in ihm auf. Stell dir vor, wenn jetzt jemand an die Tür klopft, dann dürfen wir nicht öffnen. Er erinnerte sich an eine Geschichte, die Ritter Fatuma, dessen Schildknappe er gewesen war, ihm einmal erzählt hatte. Als der in der Nacht vor seinem Ritterschlag in der Kapelle gewacht hatte, war plötzlich laut gegen die Tür geschlagen worden. Er war damals mit 3 Freunden dort gewesen, aber keiner von ihnen hatte die Tür geöffnet. Und das war auch ihr Glück. Denn später stellte sich heraus, dass es ein Diener des Königs gewesen war, der sie auf die Probe stellen wollte. Tjuri blickte wieder zu seinen Gefährten hinüber. Sie saßen immer noch in derselben Haltung. Es war bestimmt schon nach Mitternacht. Seine Kerze war fast niedergebrannt. Sie war die kürzeste von den 5. Vielleicht lag es daran, dass er am nächsten bei einem Fenster saß. Es zog hier. Er fühlte immer wieder einen kalten Luftzug an sich vorbeifließen. Wenn meine Kerze ausgebrannt ist, zünde ich keine neue an, dachte er. Es schien ihm angenehmer, im Dunkeln zu sitzen, sodass die anderen ihn nicht sehen konnten. Er hatte keine Angst, dass er einschlafen könnte. Schlief Wilmo? Nein, er bewegte sich. Ich wache nicht so, wie es sich gehört, dachte Tjuri. Er faltete die Hände und richtete seine Augen auf das Schwert, das er nur für eine gute Sache würde benutzen dürfen. Dass er nur für eine gute Sache benutzen würde dürfen. So, er sprach im Stillen die Worte, die er am folgenden Tag zu König Dagonaut sagen würde. Ich gelobe euch, als Ritter treu zu dienen und ebenso all euren Untertanen und jedem, der meine Hilfe erbittet. Ich gelobe, da wurde an die Tür geklopft. Leise, aber deutlich vernehmbar. Die 5 jungen Leute hielten den Atem an, aber sie blieben regungslos sitzen. Es klopfte erneut. Die jungen Männer schauten einander an, ohne jedoch zu sprechen oder sich zu rühren. Sie hörten, dass der Türknopf gedreht wurde. Danach hörte man das Geräusch von Schritten, die sich langsam entfernten. Sie seufzten tief auf, alle 5 gleichzeitig. Genau. Bevor ich es euch jetzt erzählt hätte, lese ich es lieber vor. Oder eben, denke ich auch. Gut. Natürlich rechnen jetzt alle damit, dass es ein Test ist von König Dagonaut, der eben gucken möchte, ob die Knappen sich auch an die Regeln halten. Wenn sie eben nicht bestehen, diese Prüfung, müssen sie eben, ja, werden sie nicht zum Ritter geschlagen. Das kann eben nicht, wird eben niemals passieren. So, es ist dann so, dass es wieder an die Tür klopft und jemand um Hilfe bittet. Und Tjuri ist der Einzige, der ein schlechtes Gewissen bekommt und sich auf seine Pflichten besinnt und sagt, okay, wenn da jemand Hilfe braucht, bin ich ja als Ritter verpflichtet, demjenigen zu helfen. Es stellt sich dann heraus, es ist ein Mann, der schwer verletzt ist, beziehungsweise dem andere Leute im Nacken sitzen, und der hat einen Brief, der für den König des Nachbarkönigsreichs, den König Unauwen, bestimmt ist. Und er bittet dann Tjuri, diesen Brief eben an den König des Nachbarreichs zuzustellen, und Tjuri begibt sich dann auf den Weg dorthin, was aber auch gar nicht so leicht ist, denn alle möglichen Leute wollen ihm diesen Brief abluchsen. Gerade auch dabei sind graue Ritter oder die schwarzen Ritter mit den roten Schilden.
die sind ganz besonders penetrant und hinter ihm her. Und das ganze Buch gestaltet sich ein bisschen wie so eine Mischung aus Mittelalter und Spione und Agenten. Es ist schon sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Nur alles mit Schwertern und Pfeil und Bogen eben. So, und er bekommt auf der Reise dorthin auch sehr viel Hilfe, aber er ist sich oftmals nicht sicher, ob er es wirklich schafft. Und außerdem hat er ja eben noch diese Gedanken, dass er eben die Prüfung der Nacht, in der er eigentlich hätte wachen sollen, nicht beendet hat und dementsprechend nicht zum Ritter geschlagen wird. Und davor hat er eben Angst. So, ich gebe dem ganzen Buch, denn es ist wirklich ein super Buch, wenn ihr jemanden kennt, also es ist wie gesagt, eigentlich ist es ein Jugendbuch. Ich selbst lese es aber auch ganz gern noch. Ich, gerade auch, weil es ein Stück Kindheit von mir ist oder Jugend, die ich immer wieder aufleben lassen kann. Und es ist einfach so spannend, die Geschichten auch immer wieder neu zu lesen. Dementsprechend kann ich euch das Buch wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Ich gebe dem Buch auch wirklich ganz, ganz solide 9 von 10 Kaffeetassen und setze euch, damit ihr euch vielleicht auch nochmal informieren könnt, natürlich wie immer den Link natürlich unter das Video in die Beschreibung. Informiert euch gerne darüber. Habt ihr das Buch selber schon mal gelesen? Kennt ihr? Was habt ihr für Bücher aus eurer Jugendzeit oder Kindheit? Das würde ich gerne mal von euch wissen. Bücher, die ich vielleicht unbedingt mal vorstellen soll, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich würde mir die Bücher gerne mal durchlesen und dann eben hier vorstellen. So, gut. Ich kann nicht mehr eigentlich dazu erzählen, außer dass es ein wirklich sehr gutes Buch ist. Habe ich jetzt häufig genug gesagt. Ich sage es jetzt auch nicht nochmal. Denn sonst würde ich einfach zu viel spoilern. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr erzähle, nehme ich die Spannung. Weil das möchte ich eben auch nicht. Das Buch ist eben durchgehend auch irgendwo. So hat eine gewisse Spannung. Wenn ihr jemanden kennt, der auf Rittergeschichten steht, auf jeden Fall der Brief für den König. Merkt's euch. Absolut super. Jetzt habe ich es doch nochmal gesagt. Gut. Ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute. Ich freue mich dann, wenn ich euch das nächste Mal wiedersehe. Halt euch das Buch nochmal so ganz in die Kamera, damit ihr es nochmal seht. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Wünsche euch bis dahin natürlich alles Gute. Und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.